Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Dawn of Man. Wir sehen die Überbleibsel des letzten Gemetzels hier. Leider mussten wir auf ein paar Hunde, naja, verzichten ist jetzt das falsche Wort. Wir haben leider ein paar Hunde durch den Angriff verloren. Das tut mich sehr sorry. Aber da müssen wir durch. So, wir haben jedenfalls immer noch das Ernteproblem. Ich hoffe mal, dass wir jetzt mit den neuen Kollegen, nennen wir es mal, also mit den neuen Einwohnern, dass wir da einigermaßen hinterherkommen. So, jetzt wird es aber erstmal Zeit, ein paar Schwerter zu schmieden. Was wir jetzt einfach mal hier machen. So, und da machen wir jetzt mal Schwerter dazu. Hier genauso. Alle für die Schwerter, ihr Lieben. So, Einkorn sollte auch geerntet werden. So, da ist doch wieder jemand gestorben und ich wurde nicht benachrichtigt. Denn gerade waren wir noch 81, jetzt sind wir nur noch 80. Damn. So, ich will jetzt mal wissen, wie das aussieht, wenn wir ein Haus verbessern. Wir fangen mit ihm hier an, denn das war, ich glaube, die drei. Entweder die drei hier oder die beiden und das waren, glaube ich, unsere ersten Häuser. Wir haben nur wenige Erntewerkzeuge. Oha. Das ist tatsächlich sehr, sehr schlecht. Dann gucken wir doch mal. Ja, sichern sollten wir auf jeden Fall noch ein paar vorrätig haben. So, dann lasse ich in den Handwerkshütten ausnahmsweise mal ein paar Sicheln produzieren. Denn wenn wir die Ernte nicht einfahren können, ist das ziemlicher Mist. Der Händler ist angekommen. Ach, hallo? Da wollte ich hinklicken. So, den Kompositbogen hast du für uns. Das finde ich sehr schick, aber ich befürchte, das können wir uns nicht leisten, oder? 420, ja, das ist ja mal ein sportlicher Preis. Bronze-Axt, Schwert. Bei den Angeln, da bin ich jetzt einigermaßen schmerzfrei. Messer und Äxte auch. Was könnten wir denn noch? Gut, die Knochen können sowieso alle weg. Dann Hülsenfrüchte. Na, ich weiß nicht. Ist das nicht so der Halsbringer? Bögen hauen wir auch mal weg. Kupferhacke, Kupferspeere. Knochenspeer. Wobei, Moment, wollen wir dem wirklich Bronze geben, wenn wir... Ne, für Kupfer kriegen wir ein bisschen weniger. Schwierig, schwierig, schwierig. Komm, wir haben so viele Klamotten. So. Kompositbohne hätten wir damit freigeschaltet, sehr gut. Dann seid doch mal so gut, macht mal bitte das Haus hier fertig, damit wir auch mal Platz für ein paar neue Einwohner, Larrys haben. Ich merke schon, das wird wieder schwierig mit der Ernte. Hier sind so viele Felder, die einfach noch keine Priorität haben. Ich glaube, ich muss die allgemein mal alle ein bisschen priorisieren. So. Damit wir mal endlich genug Stroh bekommen, dass wir auch mal einen Winter durchhalten, ohne dass wir Tiere opfern müssen. Das ist nämlich ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Auf gut Deutsch. Ach, ihr habt jetzt hier erst alles zurückgebaut. Ja, meine Fresse. So, wer stellt denn hier diese Bögen her? Du. Habe ich tatsächlich nur eine Werkstatt? Warte mal, das können wir doch beim Wissensfortschritt sehen. Metallschmied, Schmied... Schmied haben wir noch gar nicht. Werkstatt. Eine. Tatsache. Gibt zwar keine weiteren Punkte, aber mitunter würde es vielleicht doch Sinn machen. Ach ja, es würde so vieles Sinn machen. Wir haben auch noch gar kein großes Lagerhaus.
Was fehlt denn hier? Ach, noch ein Stock für die Brauerei. Ja, geil. Habe ich auch noch einen Ort, wo ich Stöcke sammle? Machen wir da hinten auch noch mal einen Ort. Oh, 81. Wieder eine, über den ich keine Meldung bekommen habe. So, das ist priorisiert. Wir haben irgendwo noch angeblich einen Stock, aber trotzdem fühlt sich keiner genötigt, den mal eben da hinzubringen, um dafür zu sorgen, dass dieses Gebäude fertig gebaut wird. Schön, läuft bei euch. Was machen denn unsere Tiere? 10, 9, 10, 7, 5. Na gut. Ja, ich weiß durchaus, dass wir wenig Werkzeuge haben, aber es wird hoffentlich bald besser. So, das Arbeitsgebiet hier ist erschöpft. Nichts mehr mit Steine holen. Ja gut, dann brauchen wir da hinten ein neues Arbeitsgebiet. Und würde sich jetzt mal bitte jemand erbarmen und diesen einen Stock hier hinbringen und das Ding hier fertig bauen. Denn wir haben Winter und wenn wir nicht alle ein Dach über dem Kopf haben, ist das ziemlicher Mist. Das klingt jetzt voll wie die Überraschung für euch, liebe Steinzeit-Larrys, aber es ist tatsächlich so. So, renn mal bitte ein bisschen, dass du dich schnell aufwärmst. Aber immerhin, sehen wir es mal positiv, wir haben auf jeden Fall die Moral, denke ich, doch deutlich verbessern können. Und sehen wir das denn? Wo hatten wir denn diese schöne Anzeige? Hier, ne? Ja, guck, Gemeinwohl 93%, das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Wir waren ja schon auf unter 80%, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen, das ist jetzt schon Töfte, warte mal. Wir setzen nochmal neu die Priorität hoch, vielleicht klappt das dann ja besser. Ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie ein Bug ist und wir das nicht fertig bauen können. Wir bauen mal zusätzlich noch eine weitere Hütte auf dieser Seite. Mal gucken, wie es damit ausschaut. So, Schätzelein, ich weiß, du bist durstig, aber geh mal lieber rein, bevor du erfrierst. Das wäre nämlich ein bisschen suboptimal. Hm, irgendwie wird dir nicht warm. Ach, du holst dir ein Wolloutfit. Ja, dann hol dir mal ein Wolloutfit. Und bau doch jetzt mal einer bitte endlich das Haus da fertig. Was stimmt denn nicht mit euch? Ach, hier könnt ihr Ressourcen hinbringen und das bauen. Das Haus könnt ihr nicht fertig bauen. Ja, geil, sag ich da nur. So, nur noch Pferde und wir sind bereit für die Eisenzeit. Ich lasse mal die Priorität unten. Vielleicht hängt es ja auch daran. Warum auch immer. Weil hier ist die Prio unten. Oder aus irgendeinem Grund werden Stöcke einfach nicht verarbeitet. Kann auch sein. Ich weiß zwar nicht warum, aber ist ja durchaus möglich. So, du lässt das mal mit den Bögen hier hinten. So, die erste Brauerei ist fertig. Ja, sehr schick. Dann produziert man kontinuierlich Bier. Das gefällt dem Pöbel bestimmt. Irgendwie scheine ich gerade einen leichten Bug mit Stöckern zu haben, beziehungsweise einfach nur ein Problem mit Stöckern, weil wir haben sie hier scheinbar gelagert, aber aus einem mir nicht bekannten Grund werden die nicht vernünftig eingesammelt. So, komm, wir holen hier mal zwei. Dann machen wir mal unendlich. Dass wir nicht uns die ganze Zeit selber begrenzen mit dem Stock. Ach, guck an, der letzte Stock ist hingekommen und endlich wird das Gemeinschaftshaus mal fertig gebaut. Schön! Bin ich mal gespannt, wie wir reinpassen. Hier passen ja 4 Leute rein. Ja, wenn schon Gemeinschaftshaus heißt, gehe ich mir davon aus, dass es mehr sind. Ja, 5. Sehr gut. So, ich gebe zu, es hat jetzt einigermaßen geklappt mit den Tieren, die über den Winter kommen, aber wir neigen uns dem Ende zu. Den Winter haben wir zwar geschafft, aber wir haben deswegen ja noch lange keine neue Erntezeit. Die ist ja erst im Herbst. Oha. Da draußen ist einer erfroren. Der Mareop. Toll. Da kommt ja richtig Freude auf. So, hier bitte auch mal ein paar Sicheln produzieren.
Ist hier überhaupt noch einer am Produzieren? Ich hoffe nicht. Nein, sehr gut. Wir lassen die natürlich noch stehen, ne? Nur für den Fall, dass wir da doch nochmal was produzieren wollen. Auch da die Produktion einmal bitte hochfahren. Dankeschön. So, hoffen wir mal, dass die nächste Ernte besser und effektiver fallen wird. Mein Gott, ich habe schon wieder wen verloren. Ich war doch gerade bei 81 und jetzt sind 79, obwohl nur vermeintlich einer gestorben ist. Angeblich nur einer. Naja. Sehr schön, das erste Lagerhaus steht. Wunderbar. Wir könnten doch mal gucken, ob wir noch mal ein paar Tiere hier sehen. In der Nähe, also nicht die, die wir uns halten, sondern die wir vielleicht mal wieder jagen könnten. Aber wir sehen nicht viel. Ein altes Mufflon, ja, können wir ja mal jagen. Ach, guck an, hier ist ein bisschen mehr. Da jagen wir mal alle und gucken mal, was bei rauskommt, denn so ein paar Häute könnten wir schon gebrauchen. Und mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht eine Tierart doch ein bisschen mehr halten, nämlich Schafe. Ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten. Na, immerhin einer hat den Weg hierher gefunden, sehr schön. Noch einer, ja, guck mal an. Und der Händler ist auch noch parallel gekommen. Da überschlagen sich ja die Ereignisse geradezu. So. Niedrige Kommission, sehr schön. Nur 390. Haben wir denn auch genug Gegenwert? Ach, jetzt sehe ich schon wieder ganz andere Sachen von dem, die ich haben will. Das Leder, das Kupferzeugs, all das will ich haben. Hauen wir hier erstmal ein bisschen was weg. Warum wirklich zwei Schwerter? Ich weiß nicht so recht. Bin ich eigentlich ein bisschen zu knauserig für. So, die ganzen Leder-Outfits, die können auf jeden Fall mal weg. Entschuldigung, Haut-Outfits. Nicht Leder. Was wollen wir denn noch aufs Auge drücken? Kupfererz haben wir einigermaßen viel. So, dann kriegt er noch ein Mehl. So, damit haben wir die Pferdedomestizierung freigeschaltet und sind somit soweit in die Eisenzeit vorzudringen. Das finde ich super. Ah, keine leichte Kleidung. Ja, gut, das ist jetzt natürlich dann doch wieder Käse. Moment, das lassen wir mal doch sein. Hauptsache, das Bier fließt natürlich in Strömen. Das war klar, da. Jetzt weiß ich auch, warum ihr alle gute Laune habt. Natürlich wegen der hopfigen Köstlichkeiten. So, wo ist denn hier unser Ausstatter? Da. Haben wir eigentlich nur einen Ausstatter? Ich muss gestehen, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Ausstatter, einer, ja, Tatsache. Ich würde sagen, wir sollten mal zumindest einen zweiten Ausstatter bauen. Dass wir da auch mal kleidungstechnisch ein bisschen in die Puschen kommen. So, 10 wilde Esel hätten wir gejagt, wunderbar. Ich sehe gerade, wir haben ein bisschen wenig Mampf. Da sollten wir auch mal was gegen tun. Wir angeln mal wieder ein bisschen.
So, denn, oh, wir haben sogar sehr, sehr wenig Mampf. Jetzt überlegen wir mal, wir haben 81 Leute, wir haben 33 Brote und 35 Fleisch. Das heißt, wir haben 68 Mampfeinheiten. Gut, ich weiß nicht, ob Milch als Essen zählt oder nur als Getränk. Ich vermute mal eine Mischung aus beidem. Also, dass vielleicht auch als gemeinen Einwohner quasi satt macht, der aber dann nicht so satt wird, wie natürlich, wenn er was gegessen hat. So hoffen wir, dass bald im Herbst dann die Ernte doch ein bisschen besser ausfällt, wenn da alle ihre Priorität drauf setzen. Das wäre sehr schön. Mal schauen, ob es dann auch so kommt. Wir haben 12 Ziegen. Ja, da sollte mal bald was geschlachtet werden. 100 Wolle, sehr schön. 25 Punkte brauchen wir für die Eisenzeit. Das sollte ja wohl machbar sein. Was brauchen wir eigentlich noch an Meilenstein? 100 Einwohner und eine Einheit Stahl. Sehr schön, dann haben wir es ja bald schon. Komm, wir drehen mal ein bisschen an der Temposchraube, würde ich sagen. So, wie schaut es eigentlich mit der Auslastung aus? 111%, das geht ja so gerade noch. So, es ist Sommer, das heißt, es ist Erntezeit. Sehr schön, bringt die Hülsenfrüchte heran. Oder einfach allgemein das Gemüse. Dürfte uns auf jeden Fall gut mampftechnisch voranbringen. So, ist jetzt der zweite Ausstatter fertig geworden? Ne, da fehlte noch ein Stroh, ne? Genau, leider haben wir keins mehr. Und ein Sturm zieht auf. Das ist auch nicht schön. Hoffen wir mal, dass es keinen dahin rafft. Aber ich sehe jetzt schon, wir haben nur noch 79. Hatten wir nicht gerade noch 80? Egal. Ist halt so. So, der Händler ist angekommen. Dann zeig doch mal, was du zu bieten hast. Will ich ein Schaf von dir kaufen, dass wir mehr Wolle kriegen? Ja, ich glaube, das möchte ich. So. Wie viele Schafe haben wir jetzt? Ach, sehr schön. 10 haben wir schon. Ja, guck. Und wieder bricht die Laune ein. Was ist denn los? Ach, das Bier ist alle. Ja, macht natürlich Sinn. Und ein paar Larrys ist vielleicht auch zu warm. Dann lasse ich auch mal 2 Larrys Bäume fällen. Das hier wird schon mal verschoben. So, wie sieht es mit den Aufgaben aus? 67% Auslastung, das ist doch schon mal nett. Wir können schon mal ein bisschen Baumaterial wieder dazu holen. Ja, ich hab's verstanden, Herr Jemini. So, bin ich denn noch hier am sommerliche Outfits produzieren? Ja, ich hoffe doch. Die Baker kann auch weg, die Buche hier genauso. Haben wieder ein bisschen Holz. Ach, Einkorn leider einen beeinträchtigt. Aber nun gut, Hauptsache wir ernten jetzt erstmal fleißigst. Wahrscheinlich ist jetzt wieder die Belastung extremst hoch, 127%, jawohl. Aber dafür kriegen wir auch wieder einiges an Material zusammen. So ihr Lieben, wir machen einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.